aus dem Internet. Ja, die Dienste halt. Welche Dienste? Ja, du weißt schon. Nee, sag mal. Ja. Also wenn du möchtest, dass du deinen Sack mit Müller voll hast und mein Hund dir das, ne, dann kostet das 25 Euro. So, wenn ich dich hier auspeitschen soll und dich Freezer nennen soll, aha, ne, dann kostet das schon ein bisschen mehr. Ach. Ja. Ja. Was ist sonst noch im Angebot? Ein Angebot? Ja, ich könnte dir die Nase brechen und das ganz frei Haus auf jeden Fall. Nase brechen ist bei uns frei Haus. Das gilt als gratis. Aber dafür muss noch eine Sache, müssen Sie noch was nehmen, was Geld kostet. Wieso erstattest du? Verstehst du? Ich erstatte dir das Nasebrechen gratis. Du bist doch gerade beschäftigt, oder? Wie? Nee. Doch, du hast gerade Kunden bei dir, oder? Nein, ich habe hier keine Kunden. Ach so, machst du das selber oder? Hä? Bist du der Freier oder machst du das selber? Ich mach das alles selber, ich bin sozusagen die Domina. Ach so. Ja. Ja. Okay? Und wieso machst du sowas? Wie? Ja, ich mag es, andere Leute zu beglücken. Du beglückst die, ach so, und ja. Das ist dir nicht irgendwie fremd, also. Wie fremd? Ja, das ist dir irgendwie nicht. Oh, früher, guck mal, wo ich früher klein war, da habe ich auch immer Leuten in die Fresse gehauen. Ja, und da habe ich gedacht, so, dass, da ich das so gut gemacht habe, vermarkte ich das. Ach, das ist. Du hast quasi eine Ich-AG gegründet, oder? Eine Ich-AG? Ja. Ja. Ja, weißt du überhaupt, was das ist? Wieso hast du jetzt wieder gestottert? Wie gestottert? Ja, ich weiß, was eine Ich-AG ist. Ja, und? Habe ich mir selber aufgebaut, ja. Ja, hast du selber. Und wie ist es mit der Sozialversicherung? Ist scheiße, wenn du dann so einen Penisbruch erleidest. Wieso ich einen Penisbruch? Wenn, dann kriegt der andere einen Penisbruch. Und was er damit macht, ist seine Sache. Ach so, und wenn er dich anklagt? Wie anklagt? Kann er ja nicht. Er unterschreibt ja erstmal einen Vertrag. Ach, und das ist schlau. Das ist echt schlau. Ja, natürlich. Ja, hast du auch Mitarbeiter. Hä? Hast du auch Mitarbeiter? Mitarbeiter? Ja. Ja, ich habe hier die robuste Franzi. Ah, die robuste Hand hast du von dir. Nee, robuste Franzi. Robuste, so, das ist meine Kollegin, also die arbeitet für mich. Achso, ich dachte nur gays only. Nee, also Franzi ist, also die hat schon, also die hat ein, sie hat, ist, sie hat ein Darmbart und hat auch Achselhaare und so. Oh ja. Ja, ohne Scheiß, auf jeden Fall, das kriegen wir alles hin. Mit dir machst du es auch, oder? Mit ihr? Ja. Nö. Ach nö, wir wollen hier alles auf einer Basis halten. Also keine, nur rein ökonomische und keine gesellschaftliche und so. Nö, wir wollen hier keinen Eigenbedarf. Wenn denn nur so entweder geltlich, aber wie gesagt, Nase brechen ist umsonst. Ach, nein. Und ein Arschtritt, weil du so du kommst mir sympathisch rüber. Wie viel hast du schon gebrochen, so Nasen? Und wie, also Nasen, da kommt schon eine zweistellige Zahl raus, so. Ja, weil du musst wissen, ich bin Antifaschist, ja, und ich brech auch den Nasen gern, ihre Nasen, und deswegen... Du brichst auch Nasen? Ja, suchst du denn noch einen Job, oder was? Also quasi, die Nazis werden die Nasen genannt, und da breche ich oft den Nasen die Nasen. Achso, du brichst also den Nazis die Nase? Also den Nasen die Nase, weil die werden auch im Volksmund Nasen genannt. Und dann breche ich den Nasen die Nasen. Das könntest du auch anbieten, Nasen brechen. Hä? Das... Verstehst du? Das kommt nicht in meinem Kopf rein irgendwie. Also Nazis werden Nasen genannt. Ja. Und dann bricht man den Nasen die Nasen. Und damit... Ach so, du brichst den Nazis die Nase. Nein, den Nasen. Ja, weil die Nazis ja auch so genannt werden. Nasen. Ja, ist klar, Digga. So. Dicker, ich bin nicht dick. Nee, okay, Döner, pass auf. Ja. Suchst du jetzt noch einen Job oder was? Ja, als Nasenbrecher. Ja, Nasenbrecher bieten wir noch nicht an, aber vielleicht werden wir das mal einen Monat einführen, so als Test, ne? Als Special. Okay? Also komm du erstmal vorbei und dann brech ich dir mal die Nase und dann kannst du ja mal sehen, wie das ist, okay? Ja, aber ich lasse mir selber nicht gern die Nase brechen. Kann ich dir mal die Nase brechen? Nee. Nicht? Gut, dann, ne? Okay, überlegst du dir dann nochmal und so und dann möchte ich jetzt gerne auflegen, weil ich habe hier gerade zu tun. Gleich kommt noch ein Kunde vorbei und den soll ich die Eier rausreißen. Die Eier rausreißen? Ja. Ja, wieso denn? Ist die Operation so teuer, oder wie? Nee, ich reiß ihn einfach aus Fun die Eier raus, verstehst du? Weil er das gerne möchte, so. Okay, mach's gut dann jetzt, ne? Ja, dann viel Spaß beim Eier ausreißen. Ja, okay, danke. Beim Verspeisen. Tschüss, Digga! Tschüss! So,
Okay. Was war das denn für eine, Alter? Was stellt der für Fragen? Ohne Scheiß, komische Leute, aber ist egal, wir machen hier weiter. Oh Mann, die Zeit geht ab.